Willkommen zurück zur 15. Folge von Baphomets Fluch 5, der Sündenfall. Und nach einigen hektischen Situationen, erst in London und jetzt hier, sind wir vermeintlich sicher und versuchen hier herauszufinden, was es mit der Tabula Veritatis in Kombination mit La Maledictio auf sich hat. Irgendwie soll sich ja La Maledictio laut der Mutter von Marquez offenbaren, wenn es wieder an seinem angestammten Platz ist. Und ja, die Frage ist natürlich auch, was hat Langham weiterhin vor, ne? Was hat er damit bezweckt? Inwiefern steckt er da drin? Gehört er zu Medowski? Ist er gar der Chef von Medowski oder nur der Handlanger von Medowski? Sind es zwei verschiedene Fraktionen? Ist Marquez wirklich dieser harmlose alte Mann? Oder hat Pater Simeon recht? Und er ist ein böser Gnostiker. Er ist nicht nur ein harmloser Gnostiker. Keine Ahnung, wir werden es jetzt gemeinsam herausfinden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuesten Folge. Und hoffentlich geht es Nico da draußen gut, während sie mit der Tochter von Marquez Wache schiebt. Nun gut, wir schauen uns hier erstmal um, würde ich sagen. Eine stabile Eichentür führte raus auf den Vorplatz. Das war ein rundes, buntes Bleiglasfenster. Es war alt und unbeschädigt. Okay. Ah, alt ist immer ein Zeichen für in Baphomets Fluch ist das immer ein Zeichen für, das hat was zu bedeuten, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Auf diesem Schild waren heraldische Symbole aufgemalt. Aha. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand Girona. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand Butch Cerda. Das hat aber nichts zu bedeuten, oder? Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand El Ponte Suert. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand Tramp. Tramp, okay. In der ganzen Unordnung stand eine Kiste Brandy. Mit Alkohol haben sie es hier. Eine leere Kiste, ehemals voll feinstem Brandy. In dem Regal stand eine Reihe alter Bücher. Nichts dabei, was mir hätte helfen können. Okay. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand Figueres. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand Olot. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand Berger. Bestimmt nur Zufall, oder? Das hat nichts zu bedeuten. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand Bhaskara. Bhaskara. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand Rosses. Okay. In dem Regal stand eine Reihe alter Bücher. Nichts dabei, was mir hätte helfen können. Schade. Eine Ansammlung von etwas, das sich nur mit dem Begriff Krimskrams beschreiben ließ. Super. Eine Menge Krimskrams in der Ecke des Raumes. Alles klar. Sachen. Achso, das ist alles der Krimskrams. Na, guck mal. Grüne Statue. Freiheitsstatue oder was? Nee. Die grüne Steinfigur war barfuß und trug einen Hut. Okay. Da lag ein Steinblock auf dem Boden. Er sah aus wie eine weggeworfene Statue. Ach, die nehmen wir mit, oder? Ich muss gleich mal niesen. Ah, Entschuldigung. Und danke. Was hast du denn hier mit der Musik gerade, ey? Ist ja wieder dubios. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal das Zeug hier an. Beziehungsweise vielleicht reden wir erstmal mit dem alten Mann. Ramon schaute durch das alte Fenster mit einer Waffe in der Hand. Senor, können wir mal kurz reden? Also, ich kann das. Sie auch? Was ich meinte, war eher... Ich bin beschäftigt.
Ramon war in der Charmschule wohl gleich in der ersten Klasse rausgeflogen. Super, George. Gut, dann sprechen wir nicht mit dir, du alter, kantiger Datterkreis. Die Skulptur ähnelte dem jungen Mann aus dem Gemälde. Sogar die Haltung passte zu den Figuren von Simeons Bild. In der Tat. Die Skulptur ähnelte dem jungen Mann aus dem Gemälde. Die Skulptur ähnelte dem bärtigen Mann in dem Gemälde. Sie erinnerte mich auch an die Figuren in Simeons Aufzeichnungen. Die Skulptur ähnelte dem Die Baumskulpturen ähnelten verblüffend denen in Simeons Aufzeichnungen. Die Baumskulptur Die Baumskulptur Immer dasselbe nur. Das war Marquez. Er untersuchte La Maledictio. Señor Marquez. Mr. Stobbart. Wenn wir diese Tabula finden wollen... Ja? Dann müssen Sie uns schon etwas helfen. Natürlich. Ich meine, indem Sie uns gegenüber völlig ehrlich sind. Wann war ich denn mal nicht ehrlich? Naja. Das werden wir gleich herausfinden, wann du nicht ehrlich warst. Castillo de Santos. Die Sachen nochmal machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ach, Eva hieß die. Eva. Eva ist also ihre Tochter? Sie war ein Geschenk Gottes. Spät in meinem Leben. Ja, spät. So eines auch, Tages ja. Wird sie in ihrem Herzen einen Platz finden für den Gnostizismus. Da bin ich mir sicher. Na, weiß ich nicht. Ach, das heißt, sie glaubt gar nicht daran. Okay, das ist ja schon mal positiv. Was ist in Paris passiert? Wir dachten, sie wären tot. Ein Mann kam in die Wohnung auf der Suche nach Senorita Collard. Er erwähnte ein gestohlenes Gemälde, das einem Russen gehören sollte. Ich habe ihm selbstverständlich gesagt, dass ich der wahre Eigentümer bin. Selbstverständlich. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass dieser Schläger mich in einen Sessel drückte und drohte, mich zu erschießen. Also habe ich ihm von dem Kastell erzählt. Und als er dann seinen Boss anrief, habe ich ihn mit einem Porzellanhund niedergeschlagen. Er ahnte wohl nicht, dass sie nicht nur bellen, sondern auch beißen, was? Ich weiß nicht so recht. Ich glaube, den Anfang der Geschichte, aber das mit dem... Mit der Statue mit dem Porzellan-Ding da niedergeschlagen. Ah, ich weiß nicht so recht, ey. Das wirkt alles komisch, ey. Warum ist die Tabula Veritatis den Gnostikern so wichtig? Sie ist ein Gegenstand von unerhörter Macht. Meine Vorfahren haben sie jahrhundertelang beschützt. Vor langer Zeit gingen sie ins Exil nach Katalonien und brachten sie mit. In jeder Generation kennt jeweils nur ein einziger Gnostiker ihr genaues Versteck. Mein Vater, Xavier, war der letzte von ihnen. Er wusste, dass sich finstere Mächte zusammenbrauten. Aber ich war noch zu jung, um das Geheimnis zu erfahren. Also gab er La Maledictio in Auftrag und arbeitete Hinweise auf das Versteck der Tabula in das Gemälde ein. Alles klar. So ist das Gemälde entstanden. Das könnte natürlich auch bedeuten, das hätten wir, wäre nicht das erste Mal in der im Lauf der Geschichte, dass die Kirche eigentlich in Anführungsstrichen der Böse ist, sage ich jetzt mal vorsichtig, weil wenn der Kirche was nicht passt, ne, dann ist das was sie halt nicht gut findet, in dem Fall der Teufel. Und vielleicht sind die Gnostiker ja vielleicht doch nicht böse. Ah, keine Ahnung, ey, wir wissen es nicht. Ey. Aber was genau ist die Tabula? Was kann sie bewirken? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es eine Katastrophe für die Menschheit wäre. Fiele sie in die falschen Hände. Aber was sind die falschen Hände? Vielleicht könnt ihr ja, weil ich habe mich darüber ja null informiert, weil ich will das selbst rausfinden in dem Spiel hier.
gibt's die Gnostiker, wird es ja vermutlich in irgendeiner Form in der Wirklichkeit geben. Könnt ihr ja mal googeln, wenn es euch interessiert. Schreibt mir das aber bitte nicht in die Kommentare. Könnt mir ja vielleicht eure Meinung in groben Zügen dazu schreiben, ohne mir so viel zu verraten. Keine Ahnung, wie ihr das anstellen wollt. Vielleicht hilft euch das ja, dieses ganze Wirrwarr hier besser zu verstehen zwischen den Gnostikern und den Dominikanern. Keine Ahnung. Wann waren Sie das letzte Mal hier, Senor? Nicht mehr seit diesem Tag, an dem mein Vater getötet wurde. Warum hat das Bild uns dann hergeführt? Wie ich schon sagte, weil sich nur in diesem Raum seine Hinweise zu erkennen geben. Okay. Erzählen Sie mir etwas über das Gemälde. Als Kind habe ich stundenlang hier gestanden und es angestarrt. Wer war dieser geheimnisvolle Maler El Serp? Das ist eine verdammt gute Frage, ey. Und wieso dieser Name La Maledictio, der Fluch? Das habe ich meinen Vater auch gefragt. Aber er meinte nur, ich solle mich gedulden. Eines Tages würde ich alles verstehen, sagte er. Aha. Könnte ja auch heißen, könnte ja auch bedeuten, dass der Maler oder ein Nachfahre des Malers hinter dem Gemälde her ist, ne? Das habe ich auch noch gar nicht bedacht bei dem Ganzen. Das könnte natürlich auch sein. Senor, können Sie irgendwas auf diesem Gemälde entschlüsseln? Diese Pyramide der Heiligen natürlich. Ich wusste, dass damit ein Kastell gemeint war. Und die Heiligen selbst sind Gnostiker. Sehen Sie die Frau in Rot? Die Sie auf dem Foto markiert hatten? Das ist Maria Magdalena. Wir verehren sie als wichtigste Jüngerin Jesu Christi. Aber der Rest? Ich habe keine Ahnung. Das Symbol auf dem Gesicht ist offensichtlich die Tabula. Aber die Elemente darum herum kann ich nicht deuten. Obwohl das die Kirche ja lange Zeit abgestritten hat, dass es Maria Magdalena, dass sie tatsächlich so eine wichtige Rolle bei den Jüngern gab, dass die Jünger nicht alle männlich waren, sondern auch, wie gesagt, einer von ihnen eben Jesus' Frau oder Freundin oder Lebensgefährtin war. Und ja, ich glaube auch, dass wenn jemand Jesus groß beeinflusst haben sollte, dann wohl seine Frau, nicht wahr? Die Gnostiker sind also die Guten? Die Bezeichnungen Gut und Böse sind bedeutungslos. Wir wollen nur das Gleichgewicht wahren und die Tabula vor jenen beschützen, die sie zu selbstsüchtigen Zwecken missbrauchen wollen. Aber wer will das? Wer? Will das die Kirche? Was hat Medowski damit zu tun, ey? Er würde sich wohl nichts daraus machen. Ich glaubte nicht, dass er Interesse daran hätte. Teegebäck? Muss ich mich jetzt drauf reagieren? Sieht aus wie ein normaler Butterkeks. Den habe ich ja schon mal gezeigt. Ein Butterkeks, ja? Kann man einen Butterkeks vielleicht eintunken? Eintunken? Was ist eintunken? Gibt's doch nicht. Sie haben nie getunkt? Nicht, dass ich wüsste. Boah, also ich verspreche Ihnen was. Wenn das hier vorbei ist, zeige ich Ihnen, wie man tunkt. Danke, George. Darauf freue ich mich jetzt schon. Alter, er kennt Eintunken nicht, ey. Ich fass es nicht, ey. Marquez hätte darüber wahrscheinlich nichts zu sagen. Ich war sicher, er würde das nicht sehen wollen. Habe ich überhaupt schon mal Trevor erwähnt? Ah, der alte Kakerlake in der Schachteltrick, was? Ach, den kennen Sie schon. Der ist fast so alt wie der Frettchen in der Unterhose-Trick. Ich bin nicht mehr auf dem Laufenden. Pater Simeon, der Dominikanerpriester, hatte diese Papiere bei sich, als er umgebracht wurde. Und? Interessiert Sie das denn gar nicht? Ich habe keinerlei Interesse an Priestern oder ihren Papieren, Senor. Ja, bleibt aber immer respektvoll dabei, ne? Also, das sind Sie mit Ihren Eltern? Genau. Aufgenommen genau in diesem Haus vor vielen Jahren. Er würde das nicht sehen wollen. Okay. Das hier habe ich gefunden.
Daran erinnere ich mich aus meiner Kindheit. Könnte ja ein wichtiger Punkt sein, ne? Bei der Lösungsfindung. Grün ist ja immerhin eine der drei Farben. Ne? Grün, Rot und Blau. Grün und Blau. Grün ist Wissen. Blau ist Leben, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und Rot sind die Menschen. Und zusammen ergeben sie ja dann dieses reine weiße Licht. Wenn wir das richtig verstanden haben sollten. Also wenn ich das richtig verstanden haben sollte. Kann das sein, ich hab's irgendwie anders interpretiert. Ich glaube, das gehört Ihnen. Mein Medaillon! Wo haben Sie das denn gefunden? Ja, wo wohl? Es lag in der Wohnung von Nikos Nachbar. Wollen Sie es nicht zurück? Nein, behalten Sie es lieber noch etwas. Mhm. Es hat einen Sinn, einen Zweck. Vielleicht finden Sie heraus, welchen. In Ordnung. Sagen Sie einfach, wenn Sie es wiederhaben wollen. Vielleicht bedeutet das das rote Licht? Blau, rot... grün, rot, dann könnte das Knäuel ja für blau stehen. Aber so ein Knäuel wird doch keine tiefgreifende Bedeutung hier haben, oder? Schauen Sie sich diese Zeichnung mal an. Das ist das Gesicht aus La Maledictio. Es wurde von dem Mann gezeichnet, der das Gemälde gereinigt hat. Dann wusste er Bescheid über die Tabula Veritatis? Welche anderen Geheimnisse hat er noch entdeckt? Keine Ahnung, aber jetzt ist er tot. Ist vielleicht ganz gut so. Je weniger die Geheimnisse von La Maledictio kennen, desto besser. Sie sollten sich wieder darum kümmern. Ja, aber ob das jetzt so eine gute Äußerung war, gut so, dass er tot ist, weiß nicht so recht, ey. Der gemauerte Kamin war alt und staubig. Er sah aus, als wäre er seit Jahrzehnten unbenutzt. Ja, in der Tat. Der gemauerte Kamin. Okay, dann gucken wir uns das Gemälde jetzt mal an. Der Kamin war wuchtig. La Maledictio hing jetzt darüber. Marquez hatte gesagt, das Gemälde enthalte Hinweise, die nur ein Gnostiker verstehen könne. Aber wenn es wieder in diesem Zimmer hänge, würde alles deutlich werden. Ja, das Gemälde zeigt ja offensichtlich hier den Kamin, ne? Und links und rechts stehen Statuen. Ich hätte jetzt halt gesagt, die grüne Statue muss auf den Sockel... Warte mal ganz kurz. Wir gucken das erst nochmal so an. Die Sockel sahen aus, als seien sie drehbar. Die Sockel... Die Sockel... In dem Gemälde steckten alle Antworten. Die Menschenpyramide der Heiligen hatte uns zum Kastell geführt. Wo die anderen Hinweise uns wohl hinführen würden? Aha. Es war eine Pyramide aus gequälten Seelen. Sie sahen aus wie die Verdammten. Es war... Die bärtige Figur war der Figur am Kamin in dem Saal sehr ähnlich. Ob es da eine Verbindung gab? Die Kugel in der Hand des Alten leuchtete grünlich. Okay. Die bärtige Figur, die Kugel. Die Figur des jungen Mannes sah genauso aus wie die vor dem Kamin. Das konnte kein Zufall sein. Nee. Die jugendliche Gestalt hielt eine leuchtend blaue Kugel in der Hand. Es war ein Kastell aus Heiligen. Castell del Sans in Katalonien. Das war der Körper eines Priesters, aber mit einem Hundekopf. Die Gestalt zeigte schräg nach oben auf den Ring über sich. Der Priester schien ein Vorhängeschloss am Mund zu haben. Er deutete runter auf den Ring unter ihm. In dem Ring war ein Turm. Vielleicht ein Hinweis auf einen Ort? Ein Turm. In dem Ring sah man eine offenbar wohlhabende Stadt. Ein vernarbtes Gesicht schaute mich aus der Mitte des Ouroboros an. In die Stirn des Mannes war ein Symbol geritzt. Simeon hatte behauptet, das sei das Symbol der Tabula Veritatis. Ja, ganz offensichtlich, ne? T und das V. In dem Ring erkannte ich einige Häuser. Das war ein Dorf oder eine kleine Stadt.
Ein großer Ouroboros dominierte die Mitte des Gemäldes. Bevor er ermordet wurde, sagte Simeon, der Baum im Inneren des Ouroboros stehe für verborgenes Wissen der Gnostiker. Und hier war nun eine komplett neue Abbildung im Kreis der Schlange. Hobbs hatte sie entdeckt, aber jetzt war er tot. Ja. Genau, da habe ich gar nicht viel dazu beizutragen, weil er ja alles Wichtige sagt, der George. In dem Ring erkannte ich ein Burgtor. Ich hatte keinen Schimmer, was das bedeuten sollte. Ja, eine Öffnung, ein Weg. Oder eventuell eine Blockade, könnte natürlich auch sein, ne? Okay, dann gucken wir nochmal. Das war beinahe... Das würde nie funktionieren. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Und stellen jetzt mal die grüne Statue da drauf. Die Sockel sahen aus, als seien sie drehbar. Die Frage. Ich würde sagen, so vielleicht. Keine Ahnung. Dann bräuchte man aber noch eine blaue Statue, ne? Die Sockel. Oder sowas. Mit dem Knäuel wird das nichts zu tun haben. Das hätte nicht funktioniert. Das wäre auch lustig gewesen, ey. Die grüne Steinfigur war barfuß und trug einen Hut. Mhm. Ja. Die eine Statue steht jetzt schon mal an ihrem Platz. Warum dann zwangsläufig noch eine blaue, ne? Das riecht danach. Vielleicht können wir uns hinten umschauen hier. Vielleicht können wir mal durch die Tür hier gehen. Wenn wir das dürfen. Die Tür führte raus zum Säulengang. Ja, dürfen wir tatsächlich. Nice. Eieiei. Ganz schön zugewuchert. Das war die untere Hälfte einer grünen, barfüßigen Statue. Ach, noch eine grüne? Okay. Okay. Überall wucherten Pflanzen, lag Schutt herum. Okay. Zwischen dem Schutt lagen leere Patronenhülsen. Okay. Was genau war hier passiert? Ja, du kannst es natürlich nicht wissen, George. Du hast leider keinen Rückblick bekommen. Es sah aus, als sei dieser Teil des Kastells beschädigt worden. Das Ende des Durchgangs lag unter Schutt begraben. Aber schon ein riesiges Anwesen, das ist ja Wahnsinn. Es sah aus, als sei dieser Teil des Kastells beschädigt worden. Oder sind es noch? Eine große zweiflügelige Tür versperrte den Weg. Die Tür war versperrt. Das ist natürlich nicht so cool. Kriegen wir wahrscheinlich nett auf, ne? Das lohnt. Das war beinahe. Können wir Nico anrufen? Naja, tatsächlich. Mein Handy hatte kein Netz. Ich konnte nicht telefonieren. Wo sind wir denn hier gelandet? Kein Netz, ey. Ja, scheiße, jetzt haben wir eine kaputte Statue, aber das bringt uns ja auch um. Einen feuchten. An dem Schutt. Guckt er da vielleicht nochmal richtig nach? Wahrscheinlich nicht, ne? Zwischen dem Schutt lagen. Ja, schön. Das war die untere Hälfte einer grünen, barfüßigen Statue. Vielleicht brauchen wir ja nur die untere Sie Hälfte, ähnelte ne? den Statuen auf Marquess' Familienfoto. Vielleicht brauchen wir ja. Ist es ja gar nicht wichtig, dass die ganz ist. Könnte natürlich sein, ey. Gut, dann pflanzen wir die andere Statue da auch drauf. Die Statue schien sich auf dem Sockel wohl zu fühlen. Super. So, jetzt drehen wir die auch. So, vielleicht hätte ich gedacht. Die Sockel sahen aus, als seien sie drehbar. Ja. Das heißt aber dann, dass die da nicht richtig ist, ne?
Dann könnte es heißen, dass die doch rechts zu stehen hat. Eher so dann. Oder so? Gute Frage. So vielleicht? Oder so? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat Marquez was dazu zu sagen. Señor Marquez. Na, der hat wieder dasselbe Zeug zu sagen, ne? Eine Scheiße. Eva ist also... Als Kind habe ich ihr den wahren Weg der Gnostiker gewiesen. Ich dachte, es wäre dasselbe, deswegen habe ich es auch so Doch sie entschied sich für einen anderen. Die Gnostiker sind also die Guten? Die Bezeichnung. Wir wollen nur... Und die Tabula vor... Nico und ich riskieren unser Leben für sie, Senor. Und sie können uns wirklich nicht mehr verraten? Ehrlich, ich weiß nicht mehr darüber. Glauben Sie, dass die Tabula Veritatis hier versteckt wurde? Vielleicht. Wer weiß. Ja, ganz offensichtlich, ne? Gibt es sonst noch etwas, was ich über das Gemälde wissen sollte? Ich sag Ihnen doch, ich weiß auch nicht mehr. Na, ganz schön patziger... Sie sollten sich wieder darum kümmern. Ein bisschen patzig ist er dann doch, ey. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll gerade. Bin mal wieder aufgeschmissen. Vielleicht können wir nochmal nach draußen gehen. Vielleicht hat Eva oder Nico noch was so beizutragen. Sie wussten also nichts über das Kastell, bevor Sie herkamen? Gar nichts. Interessierte mich nicht. Ich halte lieber weiter Wache für den Fall, dass noch jemand auftaucht. Ihr Vater braucht unsere Hilfe, Eva. Mein Vater braucht vor allem Ruhe. Frieden und Ruhe. Nicht noch mehr von diesem Gnostiker-Unsinn. Lol, guck mal, das ist noch nicht... Das ist ja... Lol. Also, was hast du rausgefunden? Nicht viel. Eva glaubt, ihr Vater werde langsam senil. Sie hat nicht viel übrig für den Gnostizismus. Sie war noch nie hier. Genauer gesagt hat ihr Marquess noch nicht mal was von diesem Kastell erzählt. Soweit ich weiß, kam sie nie gut mit ihrem Vater aus. Sie ist von zu Hause abgehauen, sobald sie konnte. Kann ich ihr nicht verdenken. Aber wieso ist sie jetzt hier? Marquess hat sie angefleht. Hat ihr erzählt, er sei in Gefahr. Ich glaube, ich gehe mal rein und sehe mich auch ein wenig um. Sag Bescheid, wenn du was findest. Ich hatte bisher kein Glück. Naja, kein Glück ist jetzt ein bisschen übertrieben, George. Wir haben ja schon so eine Kleinigkeit gefunden, ne? Ja, aber hier liegt eine Statue, Baby. Zumindest einen Teil. Die blaue Statue trug eine Kutte, hatte keine Haare und keine Schuhe. Ist das jetzt eine ganze? Lol, die ist ja schon ganz. Was haben denn dann diese kaputten Statuen zu bedeuten? Das kapiere ich nicht. An der blauen Statue fehlte der Kopf. Man konnte nur noch ihre Kutte und die Sandalen an ihren Füßen erkennen. Okay. An der blauen Statue, genau wie die andere, ähnelte auch diese den Statuen auf Marquez' Familienfoto. Die blaue Statue trug eine Kutte, hatte keine Haare und keine Schuhe. Eine dritte Statue, die dem Schmuck auf Marquez' Familienfoto ähnlich sah. Ah. Ja, müssen wir gleich mal schauen. Was haben denn dann die kaputten Statuen zu bedeuten? Das kapiere ich nicht gerade. Der Brunnen funktionierte schon lange nicht mehr. Der Brunnen... Gucken wir uns erstmal das Zeug an, bevor wir mit ihr reden. Das war eine alte, verwitterte Sonnenuhr. Aus der Anzeige konnte ich schließen, dass die Haupttüren des Hauses Richtung Norden wiesen. Okay. Aus der Anzeige konnte ich schließen, dass die Haupttüren des Hauses Richtung Norden wiesen. Ah, da muss dann irgendwie das Licht so komisch einfallen, ey, das riecht doch danach. Das Windspiel bestand aus alten Dosen und anderem Müll. Das Windspiel... Okay, nichts Nützliches. Gut, dann... Eva schien es wirklich ernst zu meinen. Dann reden wir nochmal ein Wörtchen mit
Eva. Hallo, Eva. Senior Stobart. Bitte nennen Sie mich George. Lieber nicht. Wann verlassen Sie und Ihre Freundin uns endlich? Naja, sie ist nicht wirklich meine Freundin. Ich weiß nicht, was Sie da abziehen, Senior. Mein Vater haben Sie eingewickelt, aber bei mir klappt das nicht. Na, jedenfalls weiß ich jetzt, woher Sie Ihre Manieren haben. Wer hier wen eingewickelt hat, ist ja nochmal eine ganz andere Sache, ne? Wissen Sie irgendwas über diese Statue? Ich habe ein paar davon rumliegen gesehen. Ich vermute, die Faschisten haben sie im Krieg kaputt gemacht. Noch irgendwelche Ideen zu den Statuen? Das sind nur alte Steine. Erkennen Sie das hier? Das ist das Medaillon meines Vaters. Er hat gesagt, er habe es verloren. Ja, er ließ es in Paris zurück. Wissen Sie etwas darüber? Als ich klein war, ließ er das Ding nie aus den Augen. Ich wusste... Naja, dann nicht. Das ist Ihre Familie, richtig? Kaum zu glauben, dass das mein Vater ist. Tja, so ist es halt, ne? Die Zeit vergeht. Was hat es hiermit auf sich? Das sind Zeichnungen vom Bild meines Vaters. Der Künstler hat dafür mit dem Leben bezahlt. Das passt. Dieses Gemälde bringt jedem Pech, der in seine Nähe kommt. Na, das haben wir schon tausendmal gehört mittlerweile. Sagen Ihnen diese Aufzeichnungen was? Ich glaube nicht, dass die darüber überhaupt was Irgendwelche weiß. Alten religiösen Texte. Na und? Sie würde sich wohl nichts daraus machen. Ja, ja, ist in Ordnung, George. Eva wäre... Ich habe dieses Rasierwasser. Was hältst du davon? Irgendwie... Eva würde das nicht sehen wollen. Keks? Sieht angeknabbert aus. Lieber nicht, danke. Eva, das ist Trevor. Ah, wie niedlich. Oh. Sie mögen sie? Warum nicht? Oh, das ist ja... Überraschung, ey. Erzählen Sie mir was über Ihren Vater. Als meine Mutter starb, zog er mich groß. Als Gnostikerin? Er versuchte mir diesen Kram beizubringen. Er meinte, ich hätte eine religiöse Berufung. Hatte ich aber nicht. An meinem 18. Geburtstag zog ich aus und kam nie wieder. Warum bist du jetzt wieder da, um ihm zu helfen? Und warum? Was für eine religiöse Berufung? Ist das nur so ein Geschwafel gewesen oder ist sie tatsächlich ein wichtiger Bestandteil dieses Rätsels? Erzählen Sie mir was über Ramon. Er hat offenbar schon als Junge hier gearbeitet. War immer loyal, sogar als die Familie fortging und nie wiederkam. Ziemlich bescheuert. Erzählen Sie mir etwas über sich selbst, Eva. Bin von zu Hause abgehauen, sobald es ging. Hab ein wenig gelebt seitdem. Und jetzt gehört mir eine Bar in Marseille. Okay. Das dürfte erklären, wieso Sie mit einer Waffe umzugehen wissen. No, Senor. Ich lernte mit einer Waffe umzugehen, um mir Ungeziefer vom Hals zu halten. Eva hatte echt einen umwerfenden Charme. Was wissen Sie über La Maledictio? Mein Vater ist schon sein Leben lang davon besessen. Er glaubt, es stecke voller geheimer Botschaften. Ich finde, es ist ein dämliches Stück... Sicher, schon klar. Nico hat mir erzählt, dass Sie nichts über den Gnostizismus wissen. Nein, und das ist gut so. Ich brauche weder Götter noch Heilige, die mir sagen, wie ich zu leben habe. Schon klar, warum Sie und Ihr Vater nicht so gut miteinander auskommen. Finde ich auf jeden Fall eine gute Einstellung, die sie da hat. Sie wissen also nichts über die Gnostiker? Sie sind eine religiöse Sekte und gehören in die Vergangenheit. Mein Vater ist besessen von ihnen. Und mehr weiß ich nicht darüber. Okay, dann... Das war Eva. Mehr da auch nicht dazu zu sagen. Gut, dann gehen wir hier rein. Bin mal gespannt. Nico war ganz gefesselt von dem Gemälde. Woran denkst du, Nico? An den Kamin. Er kommt mir bekannt vor. Was? Du hast recht. Und weißt du auch, woher? Marquess-Foto.
Ach so. Seine Familie stand davor. Ja. Also ich bin mal gespannt, was das mit den Statuen ist. Ich hatte einige Statuen über dem Kamin platziert, aber es war schwer festzustellen, ob es die gleichen waren wie auf dem Familienfoto von Marquez. Was ist halt, was die Frage ist, was ist Wissen in dem Fall? Der links war grün, also muss links grün hin. Grünliches Licht hat er ja gesagt. Irgendwas ist daran noch nicht richtig. Señor Marquez. Schauen Sie sich das hier mal an. Diese Statue hat schon bessere Zeiten erlebt. Schauen Sie sich das hier mal an. Diese Statue... Du hast irgendwie gar nichts Interessantes Sie zu sagen. Sie sollten sich... Ja, ja, sehr ruhig. Ich hab nämlich eine Idee. Ich hatte einige Statuen. Und zwar, wenn wir das Medaillon in die Mitte packen. Nee, ich musste was anderes Scheiße. Versuchen. In dem Gemälde steckt... Das würde nie funktionieren. Scheiße. Aber das wäre jetzt so offensichtlich eigentlich gewesen, zumindest in meinen Augen. Ich würde mir gerne das Foto mal ein bisschen näher angucken, wenn ich ehrlich bin. Ah. Das Foto zeigte die Familie Marquez. Ah! Die gucken nach links und nach rechts. Okay. Aber irgendwas stimmt daran nicht, ey. Weil, wenn wir nicht mal das Foto anschauen. Nee, das ist schon richtig eigentlich. An dem Kamin hinter ihnen sah man zwei identische Statuen. An dem Kamin... Endlich hing La Maledictio wieder an seinem angestammten Platz. Das Medaillon, das Marquez' Vater getragen hatte, schien identisch mit dem zu sein, das ich in Paris gefunden hatte. Seltsam, dass Marquez es nicht zurück wollte. Sagst du was, ey? Das war Marquez' Mutter. Der junge Marquez hatte keine Ahnung, welches Schicksal seine Familie bald erleiden würde. Das ist halt die Frage, erleiden. Oder ob man sich das Schicksal dann rausgesucht hat, ne? Verdammte Scheiße, ey. Das sieht doch eigentlich richtig aus. Was ist denn jetzt noch fail? Keine Ahnung, du. Hobbs hatte das Gesicht gezeichnet, das er in La Maledictio entdeckt hatte. Es war offensichtlich wichtig, aber ich hatte keine Ahnung, wessen Gesicht das sein sollte. Aha. Könnten die Notizen beim Entschlüsseln von La Maledictio helfen? Na, muss ja, ne? Muss ja. In diesem Ritual, und so sprach die Angeklagte... In diesem Ritual finden wir Beistand. In blau gekleidet nehmen die Perfekti die Form des Geistlichen an und blicken der aufgehenden Sonne entgegen, zum Baum des Wissens. In grün gekleidet blicken die Credentes in die andere Richtung, zur untergehenden Sonne. Warte mal. Ne, die andere Richtung, wo der Baum des Lebens steht. Und ein jeder erkenne, das Licht des Wissens ist blau.
und das Licht des Lebens ist grün. Denn so war das Licht Edens, blau und grün. Verbunden mit dem Licht des Menschen, um rein zu werden. Licht des Menschen. Reines Licht, weißes Licht. Reines Licht der Ziegen. So stand es geschrieben in den alten Schriften, bekräftigt durch die Tabula Veritatis. Und dies waren ihre letzten Worte. Tja. Der erste Absatz lautete: Und so sprach in die in blau und Blicken der aufgehende in grün gekleidet, Blicken die Kredit. Was hatte das alles zu bedeuten? Der zweite Absatz lautete: Und ein jeder erkenne, das Licht des Wissens ist blau und das Licht, denn so verbunden. Wissen ist blau und Leben ist grün. Das war gut zu wissen. Welche Farbe wohl das Licht des Menschen hatte? Rot. Aber ich weiß nicht, wie ich es nutzen soll. Der dritte Abschnitt lautete: Rein, war, rein. So stand bekräftigt und dies. Interessant. Da stand noch mehr über Licht und irgendwie hatte die Tabula Veritatis damit zu tun. Simeon hätte gewusst, was das alles bedeutete, aber unglücklicherweise war Simeon tot. Unglücklicherweise, ja. Die Nachricht war auf Latein verfasst, vom Vizepräsidenten. Sie besagte, der beiliegende Scan enthalte die einzige Information, die dem Vatikan über die Tabula Veritatis vorlag. Die Illustration zeigte eine Gruppe farbig gekleideter Figuren. Die blauen und grünen Figuren schienen die Sache zu leiten. Die Figuren im Vordergrund waren rot. Ich nahm an, es handelte sich um ein... Die großen Figuren sahen genau aus wie die am Kamin des Kastells. Ja. Was haben denn die kaputten Statuen zu bedeuten? Das war die untere Hälfte einer grünen, barfüßigen Statue. An der blauen Statue fehlte der Kopf. Man konnte nur noch ihre Kutte und die Sandalen an ihren Füßen erkennen. Das kann doch kein Zufall sein. Oder? Wo habe ich jetzt grün nochmal hingestellt gehabt? Links, ne? Dann stellen wir jetzt mal grün auf die rechte Seite. Das sieht richtig aus, ey. Wenn wir das mal mit dem Bild vergleichen. Der eine guckt nach links und der andere nach rechts. Was soll man denn da jetzt noch machen können, ey? Scheiße, ey. Ich weiß es nicht. Hallo, Nico. Diese Statuen auf dem Kamin. Bist du sicher, dass sie in der richtigen Position sind? Nee, der gemauerte Kamin war alt und staubig. Nee, sind wir ehrlich gesagt nicht, ey. Die Skulptur ähnelte dem bärtigen Mann in dem Gemälde. Die Skulptur ähnelte dem jungen Mann aus dem Gemälde. Ich hielt das Medaillon hoch in Richtung Kamin. Ja. George, was versuchst du zu... Moment, ich will sehen, ob... Nichts passierte. Och, das war eine der Ideen, die nur in der Theorie gut funktionieren. Aber warum? Das würde niemals klappen. Scheiße, ey. Señor Marquez. Ich glaube, wir müssen hier demnächst mal die Folge beenden, Leute. Gibt es sonst noch etwas? Ich sag Ihnen. Glauben Sie, dass die Tabula wäre... Nico und ich riskieren und sie... Ehrlich?
Die Gnostik... Die wird... Wir wollen nur das... Und die Tabula... Eva ist also kein... Als Kind habe ich... Jo. Wir müssen uns beeilen. Halt die Schnauze, ey. Mach's doch selber, wenn's denn schnell genug geht. Ich hatte einige Statuen über dem Kamin platziert, aber es war schwer fest. Vielleicht sind es in der Tat einfach nicht die richtigen, ne? Ach, warte mal. Lustig wäre es ja zu erfahren, ob man erst blau hinmachen muss, ne? Hallo, Nico. Diese Statuen auf dem Kamin. Bist du sicher, dass sie in der richtigen Position sind? Nee, bin ich nicht, ey. Ich hatte einige... Mir eigentlich ist nur sicher, dass vielleicht die linke richtig steht. Wir greifen mal schnell auf einen Tipp zurück, weil ich will das jetzt wissen, ey. Du musst den Kamin wieder in den Zustand bringen, wie er in Marques Kindheit war. Vielleicht hast du ja etwas im Gepäck, was dir dabei helfen könnte. Ja, das haben wir ja schon. Schau dir das Foto der Familie Marques und Simios Unterlagen an. Da drin sind genau genug Hinweise, um herauszufinden, welche Statue auf welchen Sockel gehört. Ja, das haben wir ja auch schon gemacht. Die Kirche hatte die Gnostiker anscheinend schon lange verteufelt. Ich hätte schon gesagt, blau links, oder? Obwohl ja hier sieht es eher aus grün links. Beziehungsweise auf dem Bild ist ja auch grün links. Der gemauerte Kamin. Ich hatte einige... Das ist noch nicht richtig, ey. Beim Linken blinkt das doch so komisch. Passt mal auf, Hitze. Nee, jetzt hat's nicht geblinkt. Ja, dann eben nicht, ey. So. Hallo, Nico. Bist du sicher, dass beide Statuen in der richtigen... Keine Ahnung, ey. Ich glaube, wenn ihr mal... Ich hatte einige... ...die Folge beenden und vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie sie stehen sollten oder ob... was das mit den kaputten Statuen zu tun hat, weil... Ich bin gerade ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Ich hätte ja schon gesagt, das steht richtig, ne? So, jetzt guckt er weg. Jetzt guckt er ein Stück hin. Eigentlich müsste das richtiger sein, ne? Das sieht schon nämlich zu viel gedreht aus. Ach, warte mal, ich bin ja blöd. Ich müssen die ja trotzdem hinzeigen, ne? Obwohl sie auf dem Gemälde, auf dem Foto wegzeigen. So, was machen wir noch, bevor wir aufhören? In diesem Moment entschloss ich mich, das nicht nochmal zu versuchen. Oh Mann, George, warum denn nicht? Ich müsste näher ran, um das zu versuchen. Ich hatte einige Statuen. Das würde nie... Ich brauchte ein... Das lohnte sich nicht.
Die blaue Statue trug eine Kutte, hatte keine Haare und keine Schuhe. Warum sagt er das, ey? Die grüne Steinfigur war barfuß und trug einen Hut. Wenn ich nur ganz genau hinsah, würde ich... Ja, das ist die Kutte, ne? Eindeutig, ey. Die bärtige Figur war der Figur am Kamin in dem Saal sehr ähnlich. Die Kugel in der Hand des Alten leuchtete grünlich. Die Figur des jungen Mannes sah genauso aus wie die vor dem Kamin. Die jugendliche Gestalt hielt eine leuchtend blaue Kugel in der Hand. Ja, wir müssen jetzt, glaube ich, mal aufhören. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Wenn ihr keine Idee habt, dann müsst ihr mir mal sagen, wollt ihr, dass ich dann einen Tipp in Anspruch nehme? Also, beziehungsweise zwei haben wir ja schon verwendet, die aber uns nicht weitergeholfen haben, weil wir das ja schon gemacht haben im Prinzip. Vielleicht habt ihr eine Idee, vielleicht auch nicht, vielleicht, die Statue sieht aber auch aus, als würde sie falsch gucken, warte mal ganz kurz. Ich hatte einige Die eine guckt jetzt, warte mal. Ich hatte ein... Gucken sie beide hin, ne? In diesem Moment... Okay, dann hören wir hier auf. Wie gesagt, wenn vielleicht wisst ihr ja... vielleicht wisst ihr ja mehr als ich, dann könnt ihr mir das schreiben. Und wenn ihr nicht mehr wisst, dann sagt mir, ob wir den Tipp, den letzten, verwenden sollen. Da wird wahrscheinlich dann die komplette Lösung offenbart für ganz dumme Leute wie mich. Aber das haben wir dann in der nächsten Folge herausfinden. Der Part, die Folge ist ja urlang geworden schon wieder. So lange wollte ich es eigentlich gar nicht werden lassen. Ich habe schon seit 10 Minuten gucke schon auf die Uhr. Und jetzt werden wir hier ganz schnell aufhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Baphomets Fluch 5, der Sündenfall. Ich bin Verity und ich würde mich natürlich auch wieder mal sehr über Kommentare freuen. Vielleicht sogar über Hilfe. Vielleicht habt ihr Tipps. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann bin ich jetzt weg. Bis dann. Bye, bye. Und... Tschüss.